Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch und sag nichts. Katastrophen beim Friseur beginnen ja immer mit den Worten, wir machen mal was Freches. Meine Friseurin hat sich verfärbt. Dann ist das ein klarer Fall von fahrlässiger Tönung. Sonst habe ich immer den gleichen Farbton wie Helene Fischer. Wie sagen Schlagersänger so schön, Strähnen lügen nicht. Einmal die vier, einen Hefezopf und was ist denn mit ihren Haaren? Nichts! Aber Momentchen mal bitte! Stefan, ich hab schon überlegt, alles abzuschneiden. Sozusagen ein Lockendown. Ich hab ja sogar immer ein Foto von Helene Fischers Haaren dabei. Nur halt nicht von ihrem Kopf, sondern von ihren Achseln. Also die Wachstumsrate und Anzahl der Haare schwankt je nach Haarfarbe. So haben Blonde durchschnittlich 150.000, Schwarzhaarige und Rothaarige 75.000 Haare. Stefan, es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich, dass ein Star auf die Frisur seiner Fans Einfluss hat. Hat Helene Fischer auf meine Haare doch auch. Und zwar? Wenn ich Helene Fischer höre, sträuben die sich. Macht 412 Euro, sammeln Sie L'Oreal-Punkte, haben Sie eine Wella-Card oder sind Sie im HSV-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.